Liebe Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Schön, dass ihr einschaltet. Mein Name ist AlduneAP und wir machen jetzt weiter. Und zwar müssen wir den Hauptquest Das Herz der Nora machen. Und wir haben eine Rüstung bekommen. Schauen wir mal, was das ist. Schattengetreu leicht. Boah, die sieht aber geil aus. Diese Falkenrüstung dient als gute Tarnung und stählt ihre Trägerin gegen Blendungseffekte sehr anpassbar. Wie sieht das aus? Krass. Okay. Das ist grün. Vielleicht gibt es auch noch ein lila oder ein blau. Komm, tun wir mal so eine normale. Ferngeschütz, Verdächtnisschutz, Tarnung. Okay. Panorama. Wo ist das? Ich brauche noch ein bisschen Heilung. Das ist ja irgendwo da oben. So. Wir müssen wieder zurück, wo wir angefangen haben. Schnellreise. Ich glaube, wir sind doch fast am Ende von dem Spiel. Wir haben noch den DLC, die wir auf jeden Fall spielen werden, und halt die ganze Nebenquest. So. Oh, 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 oh. Wir haben schon so viel verloren. Werden wir jetzt endgültig alles verlieren? Bin ich falsch? Oh ja, ich bin falsch. Warum bin ich überhaupt hier gekommen dann? Begib dich zur Urmutter. Sie ist zurück. Mhm. Unversehrt. Oh ja. Wo ist die Brutstätte nochmal? Nördlich von hier, bei den Rotdornen. Ich gehe dann los. Ich würde sagen, sei vorsichtig, aber du hörst ja nicht zu. Okay. Ich kann da nicht reisen. Warum? Fuchshaut denn? Sehr schön. Aha. Jägerbogen oder Stolperfallen. Machen wir das. Läufer. Vielleicht sollte ich eine überbrücken. Und das auf Schweine, Alter. Okay. Kann ich überhaupt jetzt reisen? Ja. Ne, da geht nicht. Hier. Hier geht's. Hier nicht.
Okay, dann gehen wir mal hier lang. Das ist unser Rahmen. Fallbrecher und Autoschütz gegen Geschossangriff. Der Geruch. Brennende Bäume. Nein. Ach komm, speichern wir mal. Das Becken. Wachtürme in Flammen. Aber ach du Scheiße. Die Wachposten hatten noch Zeit, den Stamm zu warnen. Ach so. Stehen. Alter, ich brauche Heilung. Wehr gesetzt. Sie haben alles getan, um das Becken zu beschützen. Mhm. Aber die Tore haben nicht gehalten. Das hier ist Hades Zukunft. Metall und Asche. Okay. Wir speichern kurz mal. Dann machen wir weiter. Mhm. Ach du Scheiße.
hat er mich gesehen. Und damit ihn platt machen. So, ich bin eine Stufe aufgestiegen, ne? Oh, 6 Punkte schon. Das wollte man machen. Und Doppelschuss. Drück mit 10 R1. Ach du Scheiße, da kann ich weiß sein. Das Becken. Es ist verwüstet. Das hier war jahrelang meine ganze Welt. Sie wurde innerhalb von Stunden zerstört. Schwäche Feuer und Blitz. Weißt du was? Fuck! Ich nehme andere Rüstung. Das hätte man. Komm hier raus.
Hoffen wir mal. Alter, überall Maschinen. Wir gehen jetzt einfach weiter. Für uns hat das kein Ende. Kein Vogelgesang. Noch nie war es hier im Becken so still. Alles mitnehmen. Oh Gott, überall brennt's, Alter. Ich muss auch meine Heilung irgendwie voll machen. Wie Ross zu sagen. Ich glaube, ich muss gegen die kämpfen. Okay, schnell weg. Das hält sich. So. Der alte Bunker. Hier hat alles angefangen. Was, wenn ich diesen Fokus nie gefunden hätte? Okay. Noch ein Kampf. Noch eine Niederlage. Die Eclipse hat alles zerstört. Vergessen, Alter.
ich gehe jetzt einfach rein. Einfach reingehen. Fuck! Genau! Lass den Berg einstürzen! Mehr Eclipse. Tatsächlich ein verdorbener Donnerkiefer. Die Überlebenden müssen sich im Berg verstecken. Wenn der Tunnel einstürzt, werden sie begraben. Und ich erreiche die Luke nie. Genau! Lass den Berg einstürzen! Scheiße. Ihr habt euer eigenes Grab geschaufelt, Nora. Das wird eure letzte Ruhestätte. Okay. Krieger, an Aloys Seite, jetzt! Für Aloy! Für die Roboter! Bah und Sona, sie leben. Der Sieger der Invasion. Zurück in die verdorbene Erde, Dämon. Okay. Waffen. Was haben wir hier? Mhm. Das Maschine. Was? Oh, perfekt. Und tot. Okay, neuer Versuch. Erledigt es!
besiegen! Verderbnis wird nicht siegen! Zurück in die verdorbene Erde, Dämon! Fuck, Alter, noch ein Schuss, ey. Alter, der geht ja richtig ab. Die Göttin richte dich! Was? Ich habe keine Heilung. Ja, toll. Zurück in die verdorbene Erde, Dämon! Rasse gleich aus. Okay. Ich muss erstmal die ganz schnell platt machen. Zurück in die verdorbene Erde, Dämon! Thank you.
ihn regne nicht. Verderbnis wird nicht siegen! Da soll brennen. Göttin, richte dich! Die Verderbnis wird nicht siegen! Tschüss. Aloy hat's geschafft. Wir haben nur geholfen. Ich dachte, wir natürlich habe ich das geschafft. Was habt ihr denn gemacht, Alter? Nichts. So, erstmal alles sammeln. Etwas Vorrat. So. Ich sammle alles auf. Aloy, deine Taten wiederholen die alten Geschichten. Noch ein Metallteufel, der auf den Bergrängen vernichtet wird. Wärst du nicht zurückgekehrt, der Stamm wäre verloren gewesen. Okay. Du hast uns gerettet. Du hast geschafft, was sonst niemand konnte. Schön, dass es dir gut geht, Val. Dir geht's doch gut. Seit der Erprobung. So viel Tod. Ist das Töten vorbei? Im Moment aber. Das war nur ein Kampfwahl. Es kommen noch mehr. Ich verstehe. Solange du uns im Kampf unterstützt, werden wir es schon schaffen. Okay. Wie viele haben den Angriff überlebt? Fast alle Stammmütter und viele Familien, Göttin sei Dank. Aber Krieger? Nur ein paar. Die meisten sind verwundet. Niemals zuvor hat ein Feind unser Volk so sehr ins Herz getroffen. Sogar die Kaja sind bei ihren Raubzügen niemals ins Becken hineingelangt. Tja, dieser Feind ist zwar hineingekommen, aber nicht wieder hinaus. Wir sorgten dafür. Erzähl mir von dem Angriff. Was ist passiert? Sie kamen von Osten. Unsere Wachposten sahen, wie sie anrückten. Sagten, sie marschierten mit Todbringern und Verderbern und anderen Maschinen, alle verrückt. Wir stellten uns auf, empfingen sie mit einem Pfeilhagel. Manche fielen, aber längst nicht genug. Schließlich zogen wir uns zu den Toren zurück, zur Verteidigung. Doch es waren zu viele. Wer überlebte, floh zum Berg zurück. Die Überlebenden suchten also Schutz im Berg? Aber es dürfen ihn doch nur Stammmütter betreten. Tirsa brach das Tabu. Sie befahl dem Stamm im Berg Schutz zu suchen. Lansra, sie wollte das nicht. Aber ich glaube, sie hat niemand gehört bei dem Kampfgeschrei. Tirsas Entscheidung war richtig. Gut für sie. Der gesunde Menschenverstand hat sich durchgesetzt. Bist du schwer verletzt? Bleibt kein Knochen. Lang gebrochen. Sing mir kein Jägerlied vor, Val. Bist du okay? Mir tut alles weh. Aber am Kämpfen wird's mich nicht hindern.
Ich muss in den Berg hineingehen. Die Stammmütter werden dich sehen wollen. Mhm. Bestimmt. Okay. Aber dafür bin ich nicht hier. Dann, wofür? Du wirst sehen. Oh, wo ist er denn? Rede mit Theresa, okay. Okay, die Folge ist schon lange geworden. 36 Minuten schon. Wir machen mit dieser Folge hier Schluss. Und in der nächsten Folge machen wir natürlich weiter. Schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal.